Hallo zusammen aus Südwestfalen. Am Rande des Ruhrgebiets vor den Toren zum Sauerland. Und es geht natürlich direkt wieder zu Beginn der Tour bergauf. Ja, hallo und herzlich willkommen in Hagen. Ich bin der Schrömi von Pottananda und ich nehme euch mit auf dem Premium-Wanderweg die drei Türme. Seid gespannt, auf geht's! Kaum aus dem Auto ausgestiegen, geht's auch schon ordentlich zur Sache. Der Premium-Wanderweg die drei Türme hält einige Höhenmeter für uns parat und die zeigt der Weg auch schon direkt zu Beginn sehr eindrucksvoll. Abgesehen davon ist ja auch noch eine attraktive Mountainbike-Strecke, so dass man immer auch mit Gegenverkehr rechnen muss. Also aufgepasst, scheint aber richtig Bock zu machen. Beschilderung ist vorhanden, ich bin gespannt, weiter geht's. Nach knapp 500 Metern haben wir schon das erste Highlight erreicht. Und zwar ist das hier die Volkssternwarte Hagen. Die halten nämlich den Wald sauber. Sternwarte Hagen. Und wir helfen natürlich mit. Aha, YouTube-Kanal gibt's also auch. Sternwarte Hagen. Schau ich doch mal. Mein Gott, ey. Das geht richtig zur Sache hier, die ersten paar Meter. Und das liebe ich ja so richtig, ne? Aber Sternwarte, Eugen-Richter Turm, schon mal das erste Ziel. Ich mache mich mal kurz schlau. Der Eugen-Richter-Turm wurde als letzter der Hagener Gedächtnistürme 1911 zum Andenken an den bedeutenden liberalen Politiker Eugen Richter 1838 bis 1906 erbaut. Er geht auf eine Initiative der Freisinnigen Volkspartei zurück, die damit ihren Parteivertreter ehren wollte, der den Wahlkreis Hagen-Schwelm von 1874 bis 1906 im Reichstag und fast ebenso lange im preußischen Abgeordnetenhaus vertreten hatte. Richter war einer der größten Kritiker der Politik Otto von Bismarcks. Dessen Turm steht auf dem gegenüberliegenden, etwas niedrigeren Goldberg. Die feierliche Einweihung des Eugen-Richter-Turms fand am 22. Oktober 1911 statt. Festgefügt aus guten Steinen der roten Erde steht der Turm da. Dieses waren unter anderem die Worte des Architekten Gustav Wenner aus Essen anlässlich seiner Festansprache. Der Eugen-Richter-Turm ist 23 Meter hoch und 12,7 Meter breit und steht 285 Meter über dem Meeresspiegel. Seit 1956 befindet sich unmittelbar neben dem Turm die Hagener Volkssternwarte. Eine vollständige Renovierung des Turms erfolgte 2004/05 auf Initiative des Fördervereins Eugen Richter Turm. Quelle: Hagener Heimatbund e.V. Und zwar hält der Weg auch drei spannende Themen für uns parat: Industrie, Natur und Kultur. Wanderfreunde, aufgepasst! Als Erinnerung könnt ihr euch eine persönliche Wanderurkunde erlaufen. Der Eugen-Richter-Turm ist eine Station auf dieser Runde. Außerdem ist das eine digitale Stempelstelle. Das heißt, ihr könnt problemlos mit dem Smartphone einloggen oder einfach den Code hier notieren. Klasse! Weiter geht's auf dem Tee. Ja, schaut mal, was ich hier entdeckt habe. Eine Schnitzwand. Sehr geil. Sei dein eigener Künstler. Ja, klar, sowieso. Drei-Türme-Weg, Industrie, Kultur, Natur. Mitten in Hagen und hier kannst du mal lochen. Richtig mit dem Messer ordentlich arbeiten. Also ich kenne ein paar davon, die würden mit einem kleinen Schweizer Taschenmesser gleich ein ganzes Camp bauen. Ne? Ihr wisst schon wer. Viele Grüße. Und hier geht's sofort schon weiter mit einer Aussichtsplattform am Wildpark.
Kennt ihr noch die Schiebepuzzles aus eurer Kindheit? Genau so was habe ich hier. Geht nicht. Schöne Idee. Ja, liebe Leute, wir sind ja nahe dem Sauerland und dann ist das nur allzu klar, dass wir uns auch hier wieder auf einem Pilgerweg befinden. Allein von den Höhenmetern fühle ich mich dem Himmel schon echt nah. Und ja, wenn es anspruchsvoll zur Sache geht, Obacht, dann ist auch der Sauerländische Gebirgsverein nicht weit. Und genau die haben diesen Weg auch mit gekennzeichnet und ja, man braucht eigentlich kein Wandernavi. Gut ausgeschildert kann man sich auf einen wunderschönen Herbstspaziergang machen. Auf teils breiten Waldwegen oder ja, Wanderautobahnen, wie man es sagen möchte. Aber es herrscht hier eine entspannte Sonntagnachmittagsstimmung. Jeder grüßt und ist freundlich zugewandt und genießt einfach nur diesen wunderbaren Herbstwald. Genau das machen wir jetzt auch. Weiter geht's. Und da sind wir schon am Kaiser-Friedrich-Turm. Herzlich willkommen auf Höhenmeter 370 am Kaiser-Friedrich-Turm. Der ist sogar geöffnet. Für 50 Cent kann man den Turm sogar besteigen. Und die Öffnungszeiten sind gekoppelt hier an die Waldgaststätte, wo man auch noch herrlich einkehren kann und augenblicklich. Ja, genießen auch noch einige Gäste den Biergarten und dieses wunderschöne Sonntagnachmittags-Herbstwetter. Ich laufe jetzt aber weiter, denn ich bin jetzt warm, nass geschwitzt und gut gelaunt. Geht's weiter, auf geht's. Ach ja, nicht vergessen, digitale Stempelstelle, auch hier wieder eine Station. Könnt ihr euch abholen und am Ende gibt's die Wanderurkunde. Und lasst euch bitte nicht von diesem Tor abhalten. Es geht ja über ein Privatgelände und zwar von dem Biergarten. Da darf man drüber gehen, soll man auch, ist auch dafür gedacht, nur Tor wieder schließen. Und jetzt ab in den Wald. Jetzt habe ich mich mal ganz kurz gestärkt, etwas getrunken, kleine Riegel gegessen. Die Sonne kommt raus und beschert mir gerade einen ganz, ganz wunderbaren Sonntagnachmittagsspaziergang in herrlicher Atmosphäre. Wandernavi hätte ich gar nicht mitnehmen brauchen, die Beschilderung ist wirklich ideal. Und im Falle eines Notfalls einfach die Standortangaben mit angeben. Und schon eilt Hilfe herbei. Aber das muss ja nicht sein. Was auch wirklich hervorragend ist, dass ihr euch ausreichend hier erholen könnt. Das ist halt Genusswandern. Und hier eine ganz wunderbare Schutzhütte und ja, überall stehen Bänke parat.
Ihr Lieben, ich bin am Bismarckturm angekommen und laufe auch direkt weiter zur nächsten Station. Und zwar gibt mir hier Tim Turmi einen Tipp. ich bin hier an der Station Fallhammer vom LWL Freilichtmuseum in Hagen. Altes Handwerk und Gewerbe. Der Fallhammer wird hier beschrieben. Seit dem 18. Jahrhundert nutzten Schmiede Fallhammer für einfache Formarbeiten. Sie gestalteten die Stücke damit nicht mehr frei, sondern mit Hilfe von vorgefertigten Formen, den Gesenken. Mit viel Kraft fiel das obere Gesenk auf das untere, auf dem das erhitzte Eisen lag. Dadurch erhielt es die gewünschte Form. Fallhammer ermöglichten die Herstellung von gleichförmigen Produkten. Mehr Informationen beim LWL Freilichtmuseum Hagen.de. Ich bin am Stadtgarten angekommen und habe somit eine weitere Stempelstelle erreicht. Hier wünscht der Sauerländische Gebirgsverein Hagen allzeit frohes Wandern. Ja, schönen Dank. Hier hat man nochmal eine wunderbare Übersicht über die Rundwege A1, 2, 3, 4, den Dreitürmeweg, Robert-Kolb-Weg, Weg zur Glör-Talsperre, Talsperrenweg und Mountainbike in Hagen. Sehr schön. So, fertig, das war's. Herrlich. Roundabout 12 Kilometer waren es und ich bin wieder am Ausgangspunkt hier am Parkplatz angekommen. So, also mir jetzt gefallen. Wirklich von Anfang an anspruchsvoll, abwechslungsreich, gut ausgeschildert, lehrreich, mit immer wieder tollem Panorama. Ein Themenrundwanderweg, wirklich auch der ganz besonderen Kategorie. Natürlich ist am Sonntag hier echt jede Menge los, also es ist auch wirklich familientauglich, ganz klar. Ein wunderbarer Herbstspaziergang mit der Familie, kannst du was Schöneres geben. Also wenn ihr Lust habt, dann macht euch auf, fahrt nach Hagen, lauft den Dreitürmeweg und packt euch ein bisschen was zu schnabulieren ein und dann geht es los, raus in die Natur, macht es gut, euer Schrömi von Pottananda. Ciao.